Ich habe ein Wochenende voller stressiger Arbeit vor mir und muss mich etwas geistig auf Vordermann bringen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit eher auslauge oder ob ich mich damit frisch mache. Ich hoffe mal Letzteres. Ich habe ja letztes Mal den absoluten Rekord hier geknackt. Das ist auch schon wieder 5 Tage her. Sollte man eigentlich nach so einem Rekord weitermachen und nicht, wer rastet, der rostet. So, die 3700, so viel, die knacken wir jetzt mal. So. Nein! Scheiße, jetzt habe ich zu viele Fehler gemacht. Da hätte ich lieber ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Damit habe ich mir diese eigentlich sehr gute Runde am Ende noch ein bisschen kaputt gemacht. Dieses Spiel mag ich nicht, das kann ich nicht so gut. Ja, das ärgert mich gerade, habe ich ein paar hundert Punkte verschenkt. Nicht zu übermütig sein. Ich bin gerade ein bisschen überfordert und dann habe ich es auch lieber gelassen. Bevor ich da noch Punkte verliere, dann lieber. Scheint sein, das kann ich auch nicht so gut. Wird schwer mit dem Rekord hier. Nein. Ach Gott, es wird jetzt schon hart hier. Puh, Glückstreffer. Oh, um Himmels Willen. Ich sage, das hier kann ich nicht so wirklich gut. Hierbei belasse ich es. Ja, mit dem Rekord wird das, glaube ich, heute nichts. Da muss man auch die passenden Disziplinen bekommen. Das kann. Ja, das. Boah. Gucken wir mal. Das spiele ich auch gar nicht so oft, glaube ich. Das kommt nicht so oft dran, habe ich den einen. Obwohl doch. Gar nicht so einfach. Ah, Mann. Versperrt mir doch auch nicht die Sicht. Ah.
fehlt dir da noch was? Ja, das mit dem Rekord wird heute nichts. Und hier könnte ich vielleicht noch mal ein bisschen punkten. Hier noch mal was rausholen, das kann ich nämlich gut. Man muss zwei zusammen addieren. Ja. Ach Mann, nee, das war jetzt absolut überhaupt nichts. Ich glaube, wir sind Lichtjahre vom Rekord entfernt. Ja, nicht viel geschlafen, da merkt man schon direkt, wie das Gehirn. Um Himmels Willen bin ich mal von 3700 auf 2100 gefallen. Scheiße. Da war diese Gehirnauffrischung vielleicht mal nötig. Das schockiert mich. Ich meine, es ist immer noch ein okayer Wert, aber... Es war eine Mischung aus Disziplinen, die ich nicht so gut kann und vielleicht auch ein bisschen müde und kaputt. Das muss morgen... Da ist jetzt mein Ehrgeiz gekitzelt, das morgen besser zu machen. Jesus, Maria und Josef. Fast die Hälfte verloren. Naja, wir sehen, was daraus wird. Bis dann, ciao.